Willkommen auf deiner Matte. Setz dich in einen bequemen Schneidersitz und verschränke deine Finger vor dir ineinander, bilde eine Faust. Wir wollen unsere Handgelenke aufwärmen. Und dafür darfst du deine Faust von rechts nach links bewegen, bilde hier gerne eine 8. Wenn du magst, darfst du hier zwischendurch auch mal die Richtung wechseln. Und dann darfst du einatmen, die Arme lang über die Seiten nach oben anheben. Die Seiten dehnen und ausatmen, die Hände vors Herz. Wir starten in der Haltung des Kindes, das heißt, setz dich in den Fersensitz, hebe einatmen, die Arme lang über die Seiten nach oben an, zieh dich in die Länge und lege dich ausatmend auf deine Oberschenkel ab. Die Stirn ist abgelegt und stelle deine Fingerkuppen auf. Wenn du magst, darfst du auch auf deine Zehenspitzen. Sei hier ganz aktiv im Kind. Die Muskeln sind angespannt. Rolle dich ausatmend nach oben in die Katze, werde voll und rund. Schieb dich weg von der Matte, Kinn Richtung Brustbein. Lasse einatmend dein Bauch Richtung Matte sinken für die Kuh. Öffne dein Herz. Schau nach oben. Achtung, wandere mit den Händen weiter nach vorn. Lege dein Becken auf der Matte ab. Dann kommt dein Bauch dazu für die kleine Kobra. Zieh die Schulterblätter zueinander, Schultern nach hinten und schieb dich dann ausatmend zurück in die Haltung des Kindes. Mach dich lang im Oberkörper. Und noch einmal. Roll dich ausatmend nach oben in die Katze. Schieb dich weg von der Matte, werde rund. Einatmen, lass dein Bauch Richtung Matte sinken, schau nach oben für die Kuh. Wandere weiter nach vorn mit deinen Händen. Lege zuerst dein Becken, dann dein Bauch ab für die kleine Kobra. Zieh die Ellbogen nah zu dir ran. Einatmen. Ausatmen, schieb dich zurück in die Haltung des Kindes. Mach dich lang. Und ein letztes Mal. Roll dich nach oben in die Katze. Schieb dich weg, Kinn Richtung Brustbein. Einatmen in die Kuhbauch Richtung Matte und weiter nach vorne wandern mit den Händen, Becken und Bauch ablegen für die kleine Kobra. Atme ein, Gesäß ist angespannt und zurück, Haltung des Kindes ausatmen. Mach dich noch einmal ganz lang. Richte dich auf in den Vierfüßlerstand. Bringe dein linkes Bein nach hinten und stelle deinen rechten Fuß parallel zum Mattenende ab für die unterstützte Side Plank. Zieh den rechten Arm lang nach vorn. Halte hier für einen Atemzug, bevor du dann dein linkes Knie von der Matte anhebst und deinen rechten Ellbogen zum linken Knie tippst. Spanne deinen Bauch an, kurz halten, stelle deinen linken Fuß auf für die Side Plank, halte kurz und lasse dann deinen rechten Arm Richtung Matte kreisen, schieb dich in den herabschauenden Hund. Nimm hier einen Atemzug und laufe dann mit den Händen Richtung Füße. Greife mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger deine großen Zehen und sinke dann so tief über die Beine, wie du kannst. Stirn Richtung Knie, atme aus. Die Beine können gerne gebeugt sein. Und dann darfst du einatmend in den Stuhl. Das heißt, beuge beide Beine und zieh die Arme nach oben. Bauch ist fest, der Rücken bleibt lang und gerade. Halte und spüre die Hitze, die sich im Körper aufbaut. Und dann darfst du ganz langsam die Beine ausstrecken in Tadasana. Einatmen, zieh die Arme lang nach oben. Ausatmen, zurück in den Stuhl
Und dann darfst du, wenn du magst, mit oder ohne Unterstützung der Hände die Knie Richtung Matte ablegen. Zurück in den Vierfüßlerstand. Und diesmal darfst du deinen rechten Fuß hinter dir aufstellen. Dein linker Fuß wird abgelegt für die unterstützte Side Plank. Ziehst du den linken Arm lang nach vorn. Und dann darfst du auch hier dein rechtes Knie anheben von der Matte. Dein linker Ellbogen zieht zum rechten Knie nach vorne, kurz tappen, Bauch ist angespannt. Und dann den rechten Fuß ablegen für die Side Plank. Und lasse dann den linken Arm nach unten kreisen, schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Mach dich ganz lang in deinem herabschauenden Hund, schieb dein Gesäß nach oben. Und trete dann deine Beine aus, Fersen Richtung Matte sinken lassen. Und laufe dann in kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Du darfst hier in die Vorbeuge gehen, wenn du magst, und dort einfach bleiben. Oder mit mir deine Handflächen unter die Füße bringen, sodass die Zehen an deinen Handgelenken sind und dich hier ausatmen, wieder nach vorne beugen, stehen Richtung Knie. Hier auch wieder die Knie gerne gebeugt lassen. Und wir dehnen hier zusätzlich die Handgelenke. Hier bleiben, halte. Und dann darfst du in die halbe Vorbeuge, zieh dich in die Länge, einatmen. Und ausatmen, roll dich nach oben ins Stehen, Tadasana. Wir wollen jetzt in die stehende Kobra. Und dafür darfst du deine Hände an deinem unteren Rücken platzieren. Zieh die Schultern nach hinten, die Hüfte nach vorn, dein Gesäß ist angespannt. Und öffne dich so weit nach hinten, wie du kannst. Halte, schau nach oben, tief einatmen. Wenn du magst, darfst du hier die Hände vom Rücken lösen und die Finger hinter deinem Rücken ineinander verschränken, die Faust nach unten ziehen. Und langsam lösen, einatmen, die Arme zur Seite nach oben und ausatmen, ganze Vorbeuge. Lege die Hände auf der Matte ab und laufe nach hinten in den herabschauenden Hund. Schaffe Länge im Oberkörper. Hebe einatmend dein rechtes Bein an. Atme aus, Knie zur Brust, Bauch ist fest, kurz halten und bringe dann deinen rechten Fuß nach links, lege die Außenkante vor dir ab und dein linker Fuß wird ebenfalls abgelegt für mehr Stabilität. Für das gefallene Dreieck lasse den linken Arm nach oben zeigen. Halte dich hier aus der seitlichen Bauchmuskulatur heraus, schieb dich von der Matte weg mit dem rechten Arm, zieh den linken Arm lang nach vorn, tief einatmen und setz dich ausatmend auf der Matte ab. Bringe dein rechtes Bein zu dir, lasse es aufgestellt. Stelle die linke Hand hinter dir auf, zieh mit dem rechten Arm zurück für Wild Thing. Und leg dich dann wieder sanft auf der Matte ab. Lasse dein rechtes Bein aufgestellt, zieh die Arme lang nach oben und beug dich dann ganz langsam nach vorn zum linken Bein. Hier kurz halten. Und die Arme Richtung Decke anheben, kehre zurück in Wild Thing. Bleibe hier immer schön fest in der Bauchmitte. Und den rechten Arm zurückkreisen lassen, herabschauender Hund. Thank you.
Wir machen weiter mit links. Hebe dafür dein linkes Bein an. Ausatmen, bringe dein linkes Knie zur Brust, kurz halten. Und bringe dann deinen linken Fuß rüber zur rechten Seite. Stelle die Außenkante deines Fußes ab und dein rechter Fuß wird flach abgelegt. Und setz dich dann sanft auf der Matte ab. Bringe dein linkes Bein zu dir und dann darfst du hier deine rechte Hand hinter dir aufstellen. Dein linker Arm zieht nach oben für Wild Thing. Halte, zieh dich in die Länge. Gesäß ist angespannt. Und langsam wieder ablegen. Dein linkes Bein bleibt aufgestellt. Zieh die Arme lang nach oben und beug dich ausatmend so weit nach vorne, wie du kannst. Halte hier für einen tiefen Atemzug. Und richte dich dann ganz langsam wieder auf. Lege die rechte Hand erneut hinter dir ab. Zurück in Wild Thing. Zieh dich noch einmal in die Länge. Und schieb dich dann zurück in den herabschauenden Hund. Hier einmal kurz durchatmen. Und dann darfst du an den Anfang deiner Matte laufen oder hüpfen. In die ganze Vorbeuge, sinke so tief wie du kannst, wie du magst. Und einatmend in die Halbe, in die Länge. Roll dich ins Stehen, Tadasana. Und dann darfst du einen großen Schritt nach hinten machen mit deinem linken Fuß. Lege den hinteren Fuß leicht schräg ab, lasse die Hüfte nach vorne zeigen, richte dich auf, bleib fest im Bauch und zieh die Arme lang nach oben. Beuge dich langsam Schritt für Schritt mit dem Oberkörper lang nach vorn und halte dich hier aus der Rückenmuskulatur heraus. Wenn du magst, darfst du hier gerne dein vorderes Bein beugen und bleibe lang und gerade im Rücken. Halte. Spanne jeden Muskel an. Und wir trainieren hier den kompletten Körper. Und richte dich dann genauso schrittweise wieder auf. Und kehre zurück nach vorn. Mache erneut einen Schritt zurück. Diesmal mit dem rechten Bein für das Dreieck. Richte dich nach vorne aus. Bauch ist fest. Zieh die Arme lang nach oben. Und beuge dich hier schrittweise nach vorn. Bleibe angespannt im kompletten Oberkörper, in den Beinen. Wenn du magst, darfst du auch hier wieder dein vorderes Bein leicht beugen, zieh die Bauchdecke ran, zieh die Arme lang nach vorn, halte. Und langsam wieder aufrichten. Bringe dein rechtes Bein zurück an den Anfang der Matte in Tadasana. Und hebe dann einatmen, die Arme lang nach oben an. Ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen in die Halbe, zieh dich in die Länge. Lege die Hände auf der Matte ab. Laufe nach hinten in die Plank-Position. Lasse dich ausatmen, Richtung Matte absinken, lege dich entweder ab oder in Chaturanga. Einatmen in den heraufschauenden Hund oder kleine Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund.
Lege die Knie ganz langsam und sanft auf der Matte ab und setz dich auf deine Matte. Wir wollen noch ins Boot. Und dafür darfst du entweder die Hände hinter dir aufstellen, dich hinter dir abstützen, die Beine angewinkelt anheben und lang und gerade im Oberkörper bleiben. Oder die Arme an deine Kniekehlen bringen oder lang nach vorne ausstrecken. Wenn du magst, dann darfst du hier die Beine ebenfalls lang ausstrecken und ins volle Boot. Wir wollen gleich in eine bewegte Übung und dafür darfst du ganz langsam Oberkörper und Beine Richtung Matte absinken lassen, nicht ablegen und erneut aufrichten, Bauch ist angespannt. Und zurück, langsam Richtung Matte, nichts wird abgelegt, bevor du zurückkehrst, richte dich auf. Und ein letztes Mal Richtung Matte, halten, zurück ins Boot, noch einmal tief ein- und ausatmen und die Füße werden abgelegt. Robbe ganz langsam ans Ende der Matte, um dich dann Wirbel für Wirbel abzulegen und strecke dein linkes Bein lang aus, bringe dein rechtes Knie Richtung Brust. Greife mit deinen Händen dein rechtes Schienbein, strecke dein linkes Bein lang nach oben aus und lasse dann ganz langsam dein linkes Bein Richtung Matte sinken. Nicht ablegen, zurück nach oben. Und noch einmal linkes Bein Richtung Matte ganz langsam, nicht ablegen, zurück nach oben. Und noch einmal dein Bein Richtung Matte bewegen und zurück nach oben. Und dann darfst du einmal wechseln, greife mit deinen Händen dein linkes Schienbein, strecke dein linkes Bein Richtung Decke aus und langsam Richtung Matte und nach oben. Und noch einmal dein rechtes Bein Richtung Matte und nach oben und ein letztes Mal dein rechtes Bein Richtung Matte, nicht ablegen und nach oben. Und wir wollen noch in eine letzte Drehhaltung im Liegen. Lasse dafür die Beine nach links kippen. Die Knie befinden sich übereinander. Und breite die Arme rechts und links von dir aus. Schau nach rechts. Nimm tiefe und langgezogene Atemzüge. Und kehre dann zurück zur Mitte. Kippe die Beine nach rechts. Schau nach links. Und für die Happy Baby Pose greife mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger deine großen Zehen. Zieh die Knie zu dir. Und dann darfst du dich hin und her wiegen, wenn du magst. Und umarm dich hier noch ein letztes Mal, zieh die Beine zu dir ran und lege dann die Beine auf der Matte ab. Lasse die Füße auseinanderfallen, lege die Arme neben deinen Körper ab und die Handflächen zeigen nach oben. Schließe deine Augen und genieße mit mir Shavasana für ein paar Atemzüge. Und versuche hier mit jeder Ausatmung Muskel für Muskel zu entspannen. Und dann darfst du dich einmal ganz lang machen, die Arme über Kopf in die Länge ziehen, tief einatmen, beide Beine beugen und dich dann auf einer Seite ablegen, hier noch für einen kurzen Moment liegen bleiben. Und dich dann ganz langsam aufrichten, dich zurücksetzen in den Schneidersitz, in dem wir begonnen haben.
Richte dich auf, lege die Hände auf deinen Knien ab, schließe deine Augen und hebe einatmend die Arme lang über die Seiten nach oben an, bring die Handflächen zueinander. Atme aus, die Hände vors Herz. Ich bedanke mich bei dir, dass du deine Praxis mit mir teilst. Von meinem Herzen zu deinem Namaste. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um mich zu unterstützen. Und damit ich weiterhin Videos für dich produzieren kann, lass mir einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass es dir gefallen hat. Und ich freue mich über jeden Kommentar, gerne auch Videowünsche. Schau gerne auf meinem Kanal vorbei, da findest du weitere Yoga-Flows, genauso wie Pilates-Workouts. Und ich hoffe, bis bald.